Und das ist die große Kunst beim Führen, dass man ein Team zu einer Gemeinschaft macht. Das ist nicht einfach nur, wir arbeiten halt zufällig im gleichen Team, sondern du musst eine Kultur schaffen, für die ich arbeiten will als dein Mitarbeiter. Für die, wo ich stolz drauf bin, dazu zu gehören. Man kann das aber nur mit einer Sache, und das ist das Dritte, was man beim Surfen recht schnell lernt, wenn auch manchmal schmerzhaft, das ist Teamarbeit. Denn du bist ja da draußen nicht allein im Wasser. Sondern das sind auch andere Menschen. Man sieht es hier ein bisschen. Und es gibt da draußen auf dem Wasser ganz klare Regeln, die aber nirgendwo geschrieben stehen. Also wenn jemand Anfänger ist und er denkt, boah, heute schaffe ich es durchs Weißwasser ganz raus, dann sind da andere, die besser sind und er hat keine Ahnung, was er eigentlich tun soll oder lassen. Wenn man hier mal guckt, die Welle bricht. Ich schaue mal, ob ich hier doch ein Licht, ja genau. Sieht man das? Nö. Also ihr seht hier oben, die Welle bricht an dieser einen Stelle und der, der am nächsten an dieser Stelle in die Welle rein springt mit seinem Brett, dem gehört die Welle. Da darf keiner rein. Das ist sein Erfolg, das ist sein Ritt, das ist sein Flow. Das heißt, wenn jetzt der Surfer die Welle da nimmt, der wird nach links fahren, weil die nach links bricht. Und ganz oben sieht man nochmal, da geht auch einer rein, der wird nach rechts fahren, weil sie da nach rechts bricht. Das heißt, wenn jetzt hier unterhalb nochmal jemand meint, er muss da reindroppen, wie wir sagen, dann kriegt er ein Problem. Also er wird erstmal freundlich informiert mit einem Pfiff oder einem Ruf. Wenn er dann die Welle nicht verlässt, wird er verlassen. Also wird er sie verlassen. Er wird verlassen geworden sein. Er wird halt aus der Welle rausgeschubst. Mir ist es einmal ganz heftig passiert. Ich war auch in Bali. 1999 habe ich da gelebt, schon ein bisschen her. Und ich war dort als Surf-Anfängerin und irgendwann kam der Tag, wo ich gesagt habe, heute traue ich mich mal, einen Reef-Spot zu surfen. Das heißt, da ist Riff drunter, kein Sand. Und bin mit zwei Kumpels an einen Secret-Spot gefahren. Das ist ein Geheimtipp, der keinen Namen hat und den man auch niemandem sagen darf. Die gibt es jetzt kaum noch in Bali. Und wir waren insgesamt zu fünf an diesem Spot. Da war ein Japaner, der wurde dann mit dem Boot abgeholt, der war raus. Dann meine zwei Kumpels, ich und ein großer, breitschultriger Italiener mit so einem winzigen Brett. Also je besser du surfst, desto kleiner die Bretter. Und der hat jede Welle genommen. Und der hat immer so einen grimmigen Blick gehabt. Also es gibt da draußen schon auch echt Leute, die sind grimmig. Und Italiener sind immer mit Vorsicht zu genießen im Wasser. Und ich saß wieder ganz am Rand. Und dieses Riff, das war so nah unter Wasser. Ich habe das wirklich glasklar in allen Details gesehen. Und das Wasser vergrößert es ja auch. Das wirkt dann noch viel näher. Und ich schaue so runter und denke mir, weiß nicht. Will ich das wirklich? Denn wenn du fällst und du gehst unter Wasser, also du fällst nicht flach aufs Brett, sondern dippst da irgendwie rein mit dem Kopf oder mit den Füßen, dann kriegst du einen Reef Cut. Das sind dann so natürliche Tattoos, die man ein Leben lang hat. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich war zwar jung und verrückt, aber das war schon ein bisschen krass. Also nach 1,5 Stunden, der Italiener eine Welle nach der anderen, das war ein Right-Hander, der war da gesessen und ist immer auf mich zugesurft. Und ich saß da und habe halt gewartet, ob ich irgendwie das Ende der Welle auch mal surfen darf. Und nach 1,5 Stunden hatte ich so einen Hals, dass ich allen Mut zusammengenommen habe und bin in eine Welle rein getroppt. Ich will es ja gar nicht so laut sagen. Es war mir egal, ob der die schon hat oder nicht. Ich habe kurz überlegt, muss ich da jetzt noch Rücksicht nehmen? Dachte ich mir, der Depp, der sieht doch, dass ich 1,5 Stunden da sitze. Wir sind nur 5 Leute, 4 dann nur noch. Da kann er mir doch jetzt mal die Welle geben.
vergiss es. Es hat klonk gemacht, sein Brett neben meinem. Dann haben wir uns so eingehackt, weil ich wollte ja nicht in dieses Riff rein. Haben wir sich so eingehackt, dann haben wir gerangelt. So ein Schrank, gell? Und dann bin ich so nach hinten weg. Ich habe mir nicht wehgetan, aber beide Bretter waren kaputt. Also diese Bretter, die schaust du nur einmal schief an, haben die schon ein Loch. Die sind ganz leicht und ganz empfindlich. Dann gab es eine Diskussion und dann musste ich das bezahlen. Ding Repair heißt es dann in Bali. Das ist nicht so teuer, aber es war schon irgendwie nervig. Und da draußen gibt es halt Regeln und du musst dich dran halten. Wenn du an einem Anfängerspot bist, dann sage ich immer, da ist dann der Teppich. Ja? Das sind diese Riesenbretter von 300 Anfängern, da kommst du nicht mehr durch. Das ist okay. Aber wenn du wo bist, wo es wirklich um was geht, dann nimmst du niemanden seinen Erfolg. Dann gönnst du den Erfolg. Und das ist auch die schöne Seite. Wir feiern den Erfolg da draußen auch. Wir rufen dann, wenn einer gut sitzt und da kommt eine Welle und wir sehen alle, boah, der könnte die kriegen, dann schreien wir alle, go, 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 go. Und dann paddelt er wie blöd und dann reitet er die Welle und alle, ja. Und dann ist es halt einfach ein gemeinsamer Erfolg. Und beim Surfen, da feiern wir auch abends, also früher ganz wild, heute schon etwas weniger wild, in meinem Alter, ne, muss man schon schauen, dauert dann immer wochenlang, bis ich wieder fit bin. Aber wir sind da draußen ein Team. Was hat es jetzt mit Führung zu tun? Kennen Sie das, die Führungskräfte, die jemandem seinen Erfolg nicht gönnen? Die einen bereits rollenden Ball einen Drall geben und behaupten, es wäre ihrer? Das ist super nervig, vor allem für gute Mitarbeiter, die vielleicht diese Leistung gebracht haben. Und das ist die große Kunst beim Führen, dass man ein Team zu einer Gemeinschaft macht. Das ist nicht einfach nur, wir arbeiten halt zufällig im gleichen Team, sondern du musst eine Kultur schaffen, für die ich arbeiten will als dein Mitarbeiter. Für die, wo ich stolz drauf bin, dazu zu gehören. Wir haben zum Beispiel beim Surfen, haben wir ein Zeichen. Nehmt mal alle die Hand hoch, bitte. Hand hoch, alle mitmachen, auch die am Rand. Ja, dann macht ihr eine Faust und dann Daumen raus und kleine Finger raus und wackeln. Genau. Und das heißt, hang loose. Bleib locker. Und das ist unser Zeichen als Surfer, wo ich weiß, wenn das jemand macht, dann sind wir ein Mindset. Dann gehören wir zusammen. Und ich weiß auch genau, was das Mindset ist. Mega Risikobereitschaft, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität bis Mut. Und im Zweifel schwere Entscheidungen schnell treffen können. Das ist das Surfer-Mindset. Und das brauchen Führungskräfte auch. Und ich habe hier dieses schöne Foto mitgebracht, das ist auch aus Bali. Das sind alles Italiener, außer mir natürlich links. Und ihr seht, die machen alle ins Bild dieses Foto, ins Foto dieses Handzeichen. Und das machen nicht nur wir, sondern das machen auch berühmte Menschen. Weil sie wissen, dass du verkörperst mit diesem, dahinter, hinter diesem Symbol, will ich nicht sagen, hinter diesem Zeichen steckt eine ganze Kultur. Und wenn du das schaffst, mit deinem Team zu etablieren, dass du irgendwas findest, was euch so verbindet, dann ist es Employer Branding. Dann ist es etwas, wo andere dazukommen wollen, wo so einen magnetischen Zug hat. Du willst da Teil davon sein. Was meint ihr, warum die Surfcamps boomen? Da kommen jedes Jahr Tausende von Kids an den Atlantik ab 12 Jahre und schleifen ihre Bretter zum Strand und wollen auch Teil davon sein. Und die fühlen sich schon geil, wenn sie das erste Mal einfach nur kurz draufstehen und dann haut es wieder, dann haben die schon dieses, oh! Weil das ein geniales Gefühl ist. Und das muss man in einem Team schaffen. Das kann mit Running Gags sein, das kann mit einem Logo sein, wenn es ein schönes ist, das kann mit einer Vision sein. Das kann alleine schon durch das Charisma der Führungskraft kann das funktionieren. Aber dafür braucht es eben Ausdauer, ich muss dranbleiben, es braucht Selbstkontrolle, ich darf mich selber nicht hängen lassen, sondern es gibt nur einen Weg. Und der ist nach vorne. Und der ist klar und emotional gechillt und fröhlich und mit Toughness und vor allem Empathie für die Menschen um mich herum, weil niemand tickt so wie ich.
Es ist auch so ein Mismatch und meine Erwartungen müssen nicht die der anderen Menschen sein, an sich selbst.